Battlefield 4 Multiplayer. Die Katze ist aus dem Sack. Lange hat uns DICE mit Informationen zum Singleplayer-Modus hingehalten und lange hat die Community geantwortet, das interessiert uns nicht, wir wollen was zum Multiplayer sehen. Auf der E3 2013 war es nun soweit. Zwei Trailer und ein ausführliches Gameplay aus der Multiplayer-Karte Siege of Shanghai wurden gezeigt. Müssen wir jetzt alle sofort vorbestellen? Wir sagen euch, was man schon erkennen konnte. Die eigentliche Gameplay-Demo war ziemlich öde. Langsam, linear und von vorn bis hinten mit den Gegnern abgesprochen. Würde sich der neue Mehrspielermodus wirklich so spielen, könnte ich mir getrost auch einfach Call of Duty kaufen. Aber natürlich ist er nicht so. DICE zeigt selbstverständlich nicht einfach eine Runde Battlefield, immerhin war man ja auf der E3 und wollte sich keine Blöße geben. Die gezeigte Partie auf der Karte Siege of Shanghai war von vorn bis hinten durchgeplant, was leider unfreiwillig komisch und wenig spannend wirkte. Einen wesentlich authentischeren Einblick in das Spielgefühl und vor allen Dingen auch in die Spielgeschwindigkeit von Battlefield 4 bekommt man da schon in dem neu veröffentlichten Multiplayer-Trailer. Ja, in einem stark zusammengeschnittenen Trailer bekommt man ein authentischeres Bild als in einer Gameplay-Session. Klingt blöd, ist aber leider so. In der Demo hatte man allerdings jede Menge Zeit, sich alle möglichen Neuerungen im Spiel anzusehen. Die Karte Siege of Shanghai wirkt erstmal monströs, gerade weil das Team am Anfang mit einem Hubschrauber eingeflogen wird. Ein Blick auf die Karte lässt aber ahnen, dass wahrscheinlich nur etwa die Hälfte des gezeigten Gebiets überhaupt spielbar ist und der Rest jenseits des Flusses nur als Kulisse dient. Ein weiterer Blick auf das Interface verrät auch, dass Squads jetzt offensichtlich aus 5 statt nur aus 4 Mann bestehen. Direkt über den Squad-Mitgliedern befindet sich jetzt außerdem eine Art XP-Leiste, die sich anscheinend immer dann füllt, wenn man zusätzliche Erfahrungspunkte für Squad-Aktionen bekommt. Darüber sind die aus Battlefield 3 bekannten Symbole für Spezialisierungen zu sehen. Das würde mit der früheren Aussage von DICE übereinstimmen, dass in Battlefield 4 jetzt auch Squad-Aufträge und Achievements eingeführt werden sollen, um das Teamplay zu verbessern. Komisch ist allerdings, dass sich die Leiste ganz plötzlich auch wieder leert. Was schon am Anfang der Partie kaum Spekulationen zulässt, ist die fette Nachricht Commander Online. In Battlefield 4 ist der Commander-Modus nämlich wieder zurück, den Veteranen schon aus Teil 2 kennen. Der Commander bleibt während des Matches auch nicht passiv, sondern zerstört später einen ganzen Feindverband mit einem Marschflugkörper. Den Commander-Modus stellt DICE außerdem nochmal in einem gesonderten Trailer vor. Der neue Befehlshaber steht aber nicht mehr als Spieler auf dem Schlachtfeld, sondern hat nur noch eine taktische Übersichtskarte. Ähnlich wie in Battlefield 2 kann er auch jetzt verschiedene Bereiche der Karte mittels Drohnen scannen und dadurch Gegner für seine Armee markieren oder Ausrüstung und Fahrzeuge für sein Team abwerfen lassen. Durch den Einsatz von EMP-Impulsen kann er aber auch Spionage durch feindliche Commander verhindern. Offensiv ist das Adlerauge auch, aber nicht mehr mit altmodischer Artillerie. Ihm stehen unter anderem die schon gezeigten Tomahawk-Raketen oder ein Gunship zur Verfügung. Ob letzteres allerdings ähnlich wie in Armored Kill von Spielern gesteuert werden kann, ist noch unklar. Die Möglichkeiten des Commanders sollen allerdings direkt an die Performance der eigenen Truppe gekoppelt sein. Sprich, spielt das eigene Team schlecht, stehen deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung und umgekehrt. Beim überholten Commander-Modus stellen sich allerdings spontan drei Fragen. Erstens, führt das neue System nicht eventuell zu Balance-Problemen, wenn ein sowieso schon starkes Team durch gute Performance immer mehr an Stärke gewinnt? Zweitens, wird es Spieler nicht unter Umständen frustrieren, wenn sie wenig bis gar keine Möglichkeit haben, sich gegen Raketenangriffe und Co. zu verteidigen? Und drittens, wird überhaupt jemand auf den Commander hören? In Battlefield 3 war die Community ja auch nicht immer die teamfähigste. Übrigens, da der Commander kein aktiver Spieler mehr sein muss, muss er sich nicht mal an einem PC befinden, um seine Rolle auszuführen. Spieler sollen den Commander auch mit Tablets via Touchscreen übernehmen können. Neuerungen am allgemeinen Gameplay sind dagegen recht weniger aufgefallen. Was mir zuerst ins Auge gestochen ist, sind die neuen Kombivisiere, bei denen ein Spieler immer zwischen zwei verschiedenen Visieren wechseln kann. Damit müssen Spieler jetzt nicht mehr schon im Menü festlegen, auf welche Entfernung sie ihre Waffe optimieren wollen und sind damit deutlich flexibler. Offensichtlich hat DICE dieses Feature also einfach vom Schwestertitel Medal of Honor Warfighter übernommen.
Wie gewohnt lassen sich auch in der Frostbite 3 Engine wohl wieder große Teile des Levels in ihre Bestandteile zerlegen. Allerdings wirkt das meiner Meinung nach immer noch nicht mehr so natürlich wie in Bad Company 2 und solche Finessen wie eine einstürzende Straße als Panzerfalle zu nutzen, werden wohl nur sehr spezifisch einsetzbar sein. Noch ein kleines Detail, das mir aufgefallen ist. Anscheinend ist die Munitionsverwaltung in Battlefield 4 etwas anders als in den Vorgängern. In Battlefield 4 verschwinden beim Nachladen eines Sturmgewehrs immer genau 31 Schuss aus dem Magazinpool. Kugeln, die sich noch im Magazin befinden, werden anscheinend nicht mehr gut geschrieben. Einerseits ist das realistisch, denn das Magazin, was man aus der Waffe nimmt, wird im Normalfall ja einfach fallen gelassen. Andererseits ist es aber nicht ganz richtig, denn die 31. Kugel ist ja nicht im Magazin, sondern im Lauf der Waffe. Darum sollten eigentlich nur 30 Kugeln aus dem Munitionspool verschwinden. Das wusste DICE in Battlefield 3 aber selbst schon mal. Genau wie die Animationen der Figuren, die waren auch schon mal weniger steif. Interessant ist auch, dass man zweimal einen Spieler sieht, der eine Messerattacke des Gegners kontert. Es bleibt allerdings fraglich, ob das einfach nur eine neue Animation ist oder ob es wirklich möglich sein wird, den Messerangriff eines Gegners gegen ihn selbst zu wenden, eventuell durch ein Quicktime-Event. Am auffälligsten sind aber eindeutig die neuen Levels, in denen sich wie gewohnt Transportfahrzeuge, Helikopter, Panzer und neuerdings auch Boote tummeln. Shanghai ist ja schließlich eine Hafenstadt. Gezeigt wurden ein kleines Motorboot der Küstenwache und einige Jetskis in Aktion. Besonders interessant war, dass DICE auf den neuen Maps offensichtlich Elemente kombiniert hat, die man in Battlefield 3 noch sehr isoliert in einzelnen DLCs bekommen hat. So liegt ein Flaggenpunkt etwa unten in einer Tiefgarage oder hoch oben in einem Wolkenkratzer und beides erinnert stark an die Inhalte des Close Quarter DLCs für Battlefield 3. Das schon angesprochene Hochhaus bricht etwas später übrigens spektakulär zusammen und verändert damit das ganze Level. DICE nennt diese Idee ganz stolz Levolution. Leider sind im Battlefield weder Hochhäuser, die uns auf den Kopf fallen, noch das Versprechen, dass sich das Schlachtfeld dynamisch ändern soll, neu. Denn dafür hatte man ja eigentlich mal die Frostbite Engine mit den zerstörbaren Umgebungen eingeführt. In Battlefield 3 sahen die Karten zwar nach einer Partie doch recht mitgenommen aus, aber wirklich starke Auswirkungen auf das Spielgeschehen hatte das nicht. Darum möchte DICE diese dynamischen Änderungen im Spielablauf jetzt offensichtlich mehr forcieren. Ich hoffe aber mal, dass das am Ende nicht zu geskriptet rüberkommt. Außerdem kann man gespannt darauf sein, wie viele Maps das neue Battlefield eigentlich umfasst. Nachschub ist ja schon geplant in Form des ersten DLCs mit dem Namen China Rising. Der soll allerdings zeitexklusiv für die Xbox One erscheinen. Hier wird's spannend, was DICE unter zeitexklusiv versteht. Bei den Battlefield 3 DLCs war es ja auch so, dass PlayStation-Kunden eine Woche früher spielen durften. Allerdings ist ja noch nicht mal genau raus, wann die Xbox One überhaupt erscheint, auch wenn aktuell vom November die Rede ist.